Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Ich möchte mich jetzt hier nicht einreihen in die Schuldzuweisung meiner Vorredner und vor allem meiner Vorrednerinnen, was die Verantwortung oder wer die Verantwortung für die Lage in den Kitas trägt. Es geht mir hier nicht darum, welche Regierung zu welcher Zeit Dinge falsch oder richtig gemacht hat. Es geht mir darum, festzustellen, dass die Situation in den Kindertageseinrichtungen nicht gut ist und dass daran etwas geändert werden muss. Und da sind wir uns ja wohl alle einig. Wir haben aktuell eine gefährliche Unterfinanzierung des Systems der frühkindlichen Bildung in Nordrhein-Westfalen. Die Gründe dafür sind im aktuellen Antrag der FDP angerissen. Vor allem die neue Finanzierung und deren Auswirkungen für die Kindertageseinrichtungen ist in dem Antrag treffend zusammengefasst. Kurz gesagt, die jährliche Steigerung der Kindpauschalen fängt die tatsächliche Kostensteigerung nicht auf. Die Situation der Kindertagespflege ist größtenteils ähnlich prekär. Und das Schlimme daran ist, durch die Steigerung, durch die jährliche Steigerung und die jährliche Kostensteigerung wird dieses Problem von Tag zu Tag schlimmer. Im Kinderbildungsgesetz wurden die Ansprüche an frühkindliche Bildung neu definiert. Diese differenzierten Vorstellungen über den Bildungsanspruch an Kitas und Tageseltern erfordern gute pädagogische Vorbereitungen und nehmen Zeit in Anspruch. Da verwundern die aktuellen Ergebnisse der Nubex-Studie wenig. Ich zitiere: Gute pädagogische Prozessqualität kommt in weniger als 10% der Fälle vor. Damit bestätigt die Nubex-Studie noch einmal die bereits bekannten Umstände in den Kindertageseinrichtungen. Zeit zur Vor- und Nachbereitung sowie zur Dokumentation fehlt den Fachkräften. Das fehlende Zeitkontingent des pädagogischen Personals geht zulasten der Kinder. Dem hochgesteckten Bildungsanspruch der aktuellen Definitionen aus dem Kiebitz kann so keine Kita gerecht werden. Doch scheinen diese Erkenntnisse bei den gesetzlichen Vorgaben und Bestrebungen völlig außen vor gelassen zu werden, ja eigentlich ignoriert zu werden. Wir Piraten haben im Ausschuss bereits mehrfach betont, dass wir auf jeden Fall eine Steigerung der frühkindlichen Bildung in Nordrhein-Westfalen wollen und dass wir uns auch für die Beitragsfreiheit einsetzen, da die Beitragsfreiheit für uns ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist. Das Preisgefälle der Elternbeiträge in Nordrhein-Westfalen ist kaum durchschaubar und reicht von sehr teuer bis umsonst. Wir haben in der aktuellen Haushaltsdebatte bereits betont, dass Bildung das Kapital der Zukunft ist. Wenn Sie an der frühkindlichen Bildung sparen, verbauen Sie die Möglichkeiten der nachfolgenden Generationen. Die Forderungen in dem Antrag von der FDP gefallen uns zum Teil sehr gut. Und darum freue ich mich auf die Gespräche im Ausschuss. Vielen Dank.